Kollegin Daniela Ludwig, CDU-CSU-Fraktion. Verehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, es geht nicht ohne Kooperationen. Ein einzelnes Land wird kein nationales Nachtzuggeschäft mit einer positiven Bilanz betreiben können. Das Nachtzugsegment ist ein komplexes, schwieriges Geschäft, das nur gemeinsam zu betreiben ist. Hat nicht die Deutsche Bahn gesagt, sondern der Vertreter der ÖBB in der Sachverständigenanhörung im Februar dieses Jahres vor dem Verkehrsausschuss. Und ich glaube, damit ist eigentlich alles gesagt. Und das ist letztlich auch der Hintergrund unseres Antrages, weswegen wir sagen, wir sind schon der Meinung, dass die DB mit der ÖBB, mit Privatbahnen europaweit kooperieren darf und können muss, um Nachtzugverkehre zur Verfügung zu stellen. Der Nachtzugbetrieb hat einen hohen Wettbewerbsdruck. Es ist heute schon gesagt worden, durch die Fernbusse, die stark genutzt werden, aber auch sozusagen durch das eigene gute Angebot untertags. Wenn Sie sich künftig die Strecke Berlin-München in 4 Stunden anschauen, dann macht sich die Bahn im Prinzip selber im positivsten Sinne Konkurrenz, bietet etwas an, was für die Leute höchst attraktiv ist, sogar wahrscheinlich auf dieser Strecke mitunter das Flugzeug schlagen wird. Und dann ist halt die ein oder andere Strecke im Nachtzug nicht mehr so attraktiv, wie sie es vielleicht noch vor 10, 15 oder 20 Jahren war. Das muss man anerkennen. Wir begrüßen es sehr, dass es insbesondere an vielen Stellen, auch in meinem Wahlkreis, die erfolgreichen Kooperationen mit der ÖBB gibt. Wir begrüßen es aber auch, dass die Deutsche Bahn sich eben nicht komplett aus dem Nachtzug zurückzieht, sondern sagt, wir erschließen ein eigenes Segment. Nämlich, ist auch heute schon gesagt worden, unsere ICEs in der Nacht und unsere ICs in der Nacht im Sitzen, wohingegen das klassische Nachtzugsegment an geeigneter Stelle eben von den Österreichern oder anderen übernommen wird. Diese Entwicklungen, die wir gerade in den letzten 2 bis 3 Jahren hier beobachten konnten, sind nicht Ergebnis eines staatlichen Eingriffs oder einer staatlichen Order, sondern sie sind Ergebnis einer unternehmerischen Entwicklung, die auf die Marktnachfrage reagiert. Und das ist mir ehrlich gesagt wesentlich lieber, wenn sich die Bahnen am Kunden orientieren, als wenn wir sozusagen ihnen etwas aufoktroyieren, was nachweislich wirtschaftlich in den letzten Jahren zumindest für die DB nicht funktioniert hat. Und da bitte ich schon mal um Verständnis, dass es mir in dieser Form und freiwillig lieber ist als andersrum und wir keine staatlichen Aufträge dafür brauchen. Und wir wollen schon gar nicht, wie es die Linken in ihrem Antrag fordern, ein staatlich subventioniertes Nachtzugangebot. Das lehnen wir in aller Deutlichkeit ab. Das muss schon alles eigenverantwortlich und eigenwirtschaftlich funktionieren. Deswegen sind wir sehr dafür, lieber Herr Gastel, dass wir die bestehenden Kooperationen weiter ausbauen. Wir werden uns das auch in der nächsten Legislatur, Frau Lühmann, absolut intensiv anschauen müssen. Ich bin sehr dafür, dass wir diesen Bericht konsequent auch einfordern. Ich bin aber auch sehr dafür, dass wir darauf dringen, dass auch die Kunden Vorteile, Rabattaktionen und so weiter auch bahnenübergreifend dann natürlich gelten müssen. Das ist selbstverständlich. Und wenn wir einen europäischen immer stärker Einheit werden, den Stichwort 4. Eisenbahnpaket Schienenverkehr anstreben, müssen auch solche Dinge natürlich irgendwann letztlich Usus werden und ganz selbstverständlich und nicht mehr ständig eingefordert werden müssen. Und darauf zielt unser Antrag ab. Und ich denke, dass wir da auch in der nächsten Legislatur weiterarbeiten müssen. Aber nochmal, ich halt nicht viel davon, einer Aktiengesellschaft vorschreiben zu wollen, wie sie sich wirtschaftlich zu verhalten hat und auch den Kunden nicht vorschreiben zu wollen, dass sie jetzt vielleicht doch zu Millionen den Nachtzug nutzen sollen. Liebe Frau Leidig, die Millionen, wenn in den letzten Jahren gefahren werden, hätte man den Nachtzugverkehr vermutlich auch nicht reduzieren müssen. Also lassen wir mal die Kirche im Dorf. Lassen wir die Bahnen das so gestalten, wie es die Nachfrage auch erfordert. Auch wenn es für Sie anscheinend irgendwie mit romantischen Bahnfahrten zu tun hat, dass man danach durch die Gegend fährt. Ich glaube, der Kunde kann selber entscheiden, was für ihn bequem ist. Das müssen wir ihm nicht vorschreiben. Und wir unterstützen die Bahnen in den Kooperationen, die nachgefragt werden. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank. Damit ist die Aussprache beendet. Und wir kommen unter Tagesordnungspunkt 8.